Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Diese Formel besagt, die Summe der n ersten ungeraden natürlichen Zahlen ist genau das Quadrat von n. Beweisen wir diese Formel zuerst für n gleich 1. Links vom Ist-Zeichen geht es also von 1 bis 1, also ist diese Summe gleich 1 und rechts steht 1 im Quadrat. Und diese Formel stimmt dann und genau dann, wenn 1 dasselbe ist wie 1, was offensichtlich ist. Also stimmt diese Formel für n gleich 1. Wir nehmen an, dass sie stimmt für n gleich k. Das heißt, in dieser Formel ersetzen wir n da und da durch k, ist gemacht. Das ist die Hypothese der vollständigen Induktion und anhand dieser Hypothese werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmt für k plus 1. Wir schreiben also 1 plus 3 plus 5 bis 2 mal k plus 1 minus 1, steht da, und wir werden beweisen, dass diese Summe nichts anderes ist als das Quadrat von k plus 1. In dieser Summe lesen wir zuerst die Summe der k ersten ungeraden Zahlen und diese Summe, das ist genau k Quadrat. Also können wir die Summe von da bis 2k minus 1 einfach durch k Quadrat ersetzen und somit bleibt noch das hier übrig. Von da bis da, das macht k Quadrat. Hier verteilen wir die 2, dann haben wir 2 mal k plus 2 minus 1. So, 2 minus 1 macht 1 und k Quadrat plus 2k plus 1, das ist ganz genau das Quadrat von k plus 1. Und somit haben wir diese Formel für jede beliebige natürliche Zahl n bewiesen.